Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 3. Ich habe mich zum Ende des letzten Parts noch etwas kurz umentschieden, und zwar will ich nochmal nach Taranis. Aber erstmal werden wir jetzt einem Seemonster begegnen, wenn Bones hält, was er versprochen hat, beziehungsweise wenn Mutter Natur hält, was Bones versprochen hat. Und da habe ich irgendwie auch Lust drauf. Oh ja. Oh, jetzt schießt das Monster selber auch noch, oder wie? Da ist es. Wow. Erst drücke ich die Kanonen in die falsche Richtung und dann treffe ich nicht mal mehr. Aber das war eine volle Breitseite. Ich würde gerne ein bisschen weiter rauszoomen können mit dem Schiff. Aber ich denke, diese Übersichtslosigkeit, die soll hier schon so da sein. Und das hier macht echt Spaß. Immer noch. Gerade. Oh nein. Da bin ich gerade noch mal so ausgewichen. Ich bin hier an Land gegangen. Ich habe mich einfach mal rammen lassen. Gut, so absichtlich war es auch nicht. Es war einfach ein Zufall. Beziehungsweise ein nicht können von mir. Da hinten. Na, zu früh. Achtung. Na, aber da hat es das Monster erledigt. Sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Ich mag das. Das ist ein sehr, sehr gut gemachtes Minispiel. Es fühlt sich sehr wertig an. Da habe ich Spaß dran. Und es gibt 1000 Ruhm. Hehehe. So, wir gehen nach Taranis, weil wegen einmal Quarz abgeben und dann müssen wir zu Zacharias. So, wie ich schon sagte, es war wieder ein Seeungeheuer. Ja, und zwar ein ziemlich bösartiges Exemplar. Ich werde weiter Ausschau halten. Wenn mir wieder etwas in der Art auffällt, sage ich dir Bescheid. Ei. Was habe ich denn gerade so? Moment, ich guck mal selber. Schmackhafter Schinken. Ach, ich sammle die Sachen ein, ohne es zu merken. Da habe ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen was geholt. Das kann ich abgeben. Oh Gott, ich krieg Schluck auf. Aber hauptsächlich will ich jetzt eigentlich zu Zacharias, oder ich will zu Zacharias durchgelassen werden, denn den brauche ich ja für mein Geisterritual. Dum di dum di dum 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 dum. Hallo Hardwick. Was kannst du? Okay. Ich wollte ja nur mal fragen. Muss ich da mit Magnus reden oder mit den Magiern? Ich rede erstmal mit Magnus, okay, nee. Mit den Magiern selbst. War ja auch zu erwarten. Ich habe einen guten Draht zu denen inzwischen. Wie wär's mit dir, Ilva? Wär's mit dir? Wo ist denn? Erasmus. Ja, erstmal die Quarze. Wegen den Quarzen. Ich habe die Goldquarze gefunden.
Ah, Goldquarz. Gut, gut. Vielleicht komme ich mit deren Hilfe ja doch noch hinter das Geheimnis des Goldes. Sehr gut. 5 Stück wollte er haben. Der Rest ist mein. Ich habe alle Prismen. Prisma, was? Ach so, Astralsichten. Ja. Du musst in die dunklen Länder von Taranis, Kila und Kalador gehen. Dort sollte es dir mit Hilfe der Astralsichten nicht mehr schwerfallen, die Quarze zu finden. Vergiss nicht, den Zauber zu benutzen, den ich dir gegeben habe. Ja, das ist wirklich falls nützlich. Falls du mal nicht an einen der Quarze herankommen solltest. Was kannst du einem so beibringen? Nein, danke. Hast du noch etwas für mich zu tun? Lass mich nachdenken. Du könntest... Ja, wir haben einige Wächter ausgeschickt, um Kristalle von anderen Inseln zu sammeln. Du musst wissen, dass Kristalle sehr stark von ihrer Umgebung beeinflusst werden. Dementsprechend entwickeln sie auch andere Eigenschaften. Diese Expeditionen sind von sehr großem Interesse für uns. Lass mich raten. Ich soll die Kristalle für dich suchen. Ehrlich gesagt, nein. Ich will, dass du nach Kalador und Kila aufbrichst und dort unsere Wächter suchst. Du solltest entweder auf Jakob oder auf Horatio treffen. Ich habe leider vergessen, wen ich auf welche Insel geschickt habe. Aber du wirst sie schon finden. Ich will, dass du zu ihnen gehst und nachsiehst, wie ihre Expeditionen vorankommen. Ja, den einen, dem bin ich ja schon auf Kalador begegnet. Ich werde zu den Expeditionen gehen und für dich nachsehen. Sehr gut. Ich werde auf deinen Bericht warten. Ich hab doch... Beim einen war ich doch schon. Nein, Taranis. Nein, Questdialog. Kalador. Aber, hä? Ist da jetzt was, wo ich noch nicht war, oder wie? Ich dachte, das war dieser eine, der jetzt in der Taverne so meint, der geht irgendwann Bericht erstatten. Können wir den Reaktor jetzt starten? Warum nicht? Ich habe meine Forschungen abgeschlossen und die Monolithen sind bestückt. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt. Ich denke, du willst bei dem Schauspiel dabei sein, oder? Klar. Dann folge mir. Wir haben schon genug Zeit vertan. Uiuiui, ich freue mich. So. Ich habe alles vorbereitet. Der Reaktor müsste jeden Moment starten. Jetzt müssen wir nur noch warten und schauen, was passiert. Ja, ich bin gespannt. Okay, das war's. Na gut. Nein, natürlich nicht. Oh, sie haben noch ein episches Theme. Ein zweites. Boah, das sieht cool aus. Wow. In der Tat. Das ist überwältigend, nicht wahr? Ich muss sofort herausbekommen, wie stark wir den Energiefluss belasten können. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Was? Du musst dich wieder deinen Studien widmen. Ja, richtig. Also... Ah, ich sehe, Meister Erasmus hat es geschafft. Das ist schön. Der Reaktor funktioniert. Ja, Erasmus ist schon ein Teufelskerl. Ich bin Zacharias, der Schirmherr dieser Kolonie. Und wen haben wir hier? Ich habe die Monolithen aktiviert. So. Du bist also Erasmus' Beauftragter, ja? Könnte man so sagen. Ah, ja. Dann bist du der Mann, von dem sie hier alle reden. Mir wurde schon von deinen Taten berichtet. Du bist der Pirat aus Antigua. Deine Informanten arbeiten gut. Du hast einen weiten, beschwerlichen Weg hinter dir. Und wie mir zugetragen wurde, hast du dich dazu entschlossen, Wächter zu werden. Ja, richtig. Warum hast du das getan?
Ich hoffe, bei euch Magiern Hilfe zu finden. Hilfe? Wofür? Ein Schatten hat mir meinen Geist gestohlen. Und ich bin nicht bereit, ihn einfach kampflos aufzugeben. Es gab eine Zeit, wo wir Magier den Glauben an die Götter verkündeten. Das Wohl aller Lebewesen im Sinn und den Glauben an das Gute im Menschen in unseren Herzen. Diese Zeiten sind vorbei, mein Sohn. Die Menschen wissen nicht, was gut für sie ist. Es ist an uns, sie zu ihrem Glück zu zwingen. Heute beschäftigen wir uns nur noch wenig mit so etwas wie Glaube, Geister oder Unterwelt. Wir beschreiten einen weitaus pragmatischeren Weg. Wir werden mit der magischen Kraft der Kristalle das Land wieder von den Titanen befreien. Alles, was euch blieb, ist also der Krieg? Nein, natürlich nicht. Uns blieb unsere Arbeit und die Macht der Kristallmagie. Wir müssen mit aller Macht versuchen, die Geheimnisse der Kristalle dieser Insel zu entschlüsseln. Erst wenn wir ein wirksames Mittel gegen die Macht der Titanen haben, können wir das Land wieder zurückerobern. Und wie sieht das aus? Der Reaktor liefert genug magische Energie, um Berge zu versetzen. Seine Aura wird nicht nur die Titanen zurückdrängen. Er wird auch jedes magische Werkzeug, das je gebaut wurde, mit Energie versorgen und aktivieren können. Magisches Werkzeug? Wir haben hier auf Taranis ein mächtiges Bauwerk einer unbekannten Kultur gefunden. Es scheint die magische Energie dieser Insel auf seine eigene, bizarre Weise zu absorbieren. Wir haben den Zweck dieser Apparatur noch nicht ergründen können. Doch hätten wir nun durch den Reaktor die nötige magische Kraft, es zu aktivieren. Hört sich interessant an. In der Tat, das ist es. Meine Forschungen sind jedoch noch nicht gänzlich abgeschlossen. Kann ich mir dein geheimnisvolles Bauwerk einmal ansehen? Nun, wo der Reaktor läuft, bin ich kurz davor, meine Arbeit zu vollenden. Es kann nicht mehr viel schiefgehen. Also kann ich es dir auch ruhig zeigen. Folge mir. Juhu! Die meisten glauben nur das, was sie sehen. Kann ich ihnen nicht verdenken. Ja, das ist wahr. Die Menschen sind schon genug gebeutelt worden. Da ist es schwer, noch Hoffnung zu finden. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir zurückschlagen werden. Kann ich mir hier nichts mitnehmen? Lalala, anscheinend schon. Sehr gut. Bevor ich ihm folge. Nein. Du wartest da kurz und ich guck mir mal deine Aufzeichnungen an. Ich bin doch so magisch interessiert. Donnerbüchse. Ja, brauche ich nicht. Ich glaube, hier meckert er nicht. Ein 110er Schloss. Nein, so. Was birgt es? Ein Scavenger-Schnabel. Schaden, Hiebwaffen 40 bis 100. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Ein dicker Klunker. Das muss ich direkt überprüfen. 30 bis 80. 40 bis 100. Ich habe einen Scavenger-Schnabel. Okay, das ist eine ziemlich geniale Waffe. Das hat sich schon mal gelohnt. So, dann gehen wir mal... Oh, den Fusel nehmen wir noch. Den braucht der Mann nicht. Der ist Zauberer. Ja, und dem folgen wir jetzt auch. Weiter geht's. Ich gehe noch mal kurz hier oben gucken. Was für ein schönes Gebäude. Oh, da unten habe ich irgendwo Fusel übersehen, glaube ich.
Ist aber echt ein schönes Gebäude. Ganz abseits der Tatsache, dass ich mich hier bereichern will. Mir gefällt der Aufbau. Aha. Kann ich sitzen. In Zacharias Truhe ist... exquisiter Käse. Perfekt, da habe ich schon 3 von 4 Essenssachen. Und Kristallmagie plus 10, ein Sonnenkristall. Ein legendärer Gegenstand. Bringt mir nicht so viel, weil ich es nicht nutze, aber... ah, der sieht cool aus. Wenn ich mir den irgendwie auf die Rüstung machen könnte, das wäre cool. So vorne drauf. Zakias Aurikulki. Ich habe die ganze Zakiri gelesen und irgendwie war ich so, nee, der heißt doch Zakir. Aber ja, ich habe mich einfach verlesen. Das können wir Zakir denn vielleicht auch nochmal bringen? Ich komme gleich, Meister Zacharias. Da hinten sind auch noch welche. Aber gut, wir gehen erstmal weiter. Es geht da hinten ja noch nach draußen. Ich habe da ja schon mal einen Blick hingewagt. Weiter geht's. Moment. Komm schon. Oh, was ist... oh. Eine Totenkopfhöhle. Mit sehr böser Musik. Heilige Scheiße. Tja, wieso bin ich jetzt nicht überrascht? Warum zögerst du? Sag mir jetzt nicht, dass ihr mit den Schatten unter einer Decke steckt. Den Schatten? Was redest du da? Sieht das da etwa aus wie ein Gebäude einer vergangenen Kultur? Was denn? Du hast eine solche Höhle schon einmal gesehen? Allerdings. Und was sie beherbergte, war alles andere als freundlich. Ich weiß nicht ganz, wovon du da sprichst. Was ist dann deine Erklärung dafür? Wir haben schon viele Deutungen dieser bizarren Feldstruktur diskutiert. Doch war bisher keine davon wirklich schlüssig. Sind euch denn keine Schatten begegnet in dem Ding da? Schattenwesen? Hier oben? Nein, sie kommen über den Seeweg. Am Ende einer solchen Höhle stand bisher immer ein Portal aus reinem Kristall, das direkt in die Unterwelt führt. Es ist der Zugang aus dem Schattenreich in unsere Welt für die Armee der Finsternis. Nein, das kann nicht sein. Das ist Wahnsinn. Du hast eins dieser Portale in dieser Höhle da gefunden, nicht wahr? Das ist, ja. Ich habe eine große Kristallapparatur gefunden. Es ist das Objekt meiner Forschung. Du weißt aber hoffentlich schon, dass das Ding gefährlich ist. Ein Wahnsinn. Wenn es stimmt, was du sagst, dann ist dieses Portal noch nicht aktiv. Ich muss das sofort prüfen. Wenn du recht hast, wäre das ein großer Durchbruch für uns alle. Jetzt ist nicht die Zeit für deine Forschung. Wir müssen es aufhalten. Geh du vor in die Höhle bis zum Kristallportal. Ich werde dir später folgen. Warte, wo willst du hin? Ich muss erst eine meiner Schriften konsultieren. Wir sehen uns später. Der ist mir schon ein bisschen suspekt, muss ich zugeben. Also. Ja, das können wir auch noch fragen. Ich brauche deine Hilfe sagen. Bei einem Geisterritual. So, und was genau soll ich dabei tun? Ich brauche einen starken Magier wie dich, um meinen Geist zurückzurufen und ihn wieder an meinen Körper binden zu können. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Meine Forschung hat absoluten Vorrang. Ich kann unmöglich diesen Ort verlassen, um einem ominösen Ritual beizuwohnen, bevor ich meine Arbeit hier vollendet habe. Ja, dann werde ich dir da halt helfen bei Dings.
Er ist wirklich, also er ist seltsam, aber ich halte ihn jetzt, keine Ahnung. Ich hatte jetzt noch nicht die Idee, dass sie mir den Schatten unter einer Decke stecken. Eher, dass ihnen die Menschen komplett egal sind und sowas, aber... Naja, das ist ja bei den meisten hier so. Moment. Da sind irgendwelche goldenen Dinge. Ich speichere mal. Oh, die unsichtbare Wand ist immer noch hier. Das konnte ich ja nicht ahnen. Ich konnte das doch nicht wissen. Wirklich nicht. Dann würde ich aber auch sagen, beenden wir den Part hier und zwar ganz, ganz stilsicher vor einer Totenkopfhöhle. Das war Risen 3 für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.